und im Namen des Herrn hessischen Ministerpräsidenten Dr. Georg August Zinn eröffne ich hiermit die vierte Documenta 1968. Wie feierlich dürfen Eröffnungsfeiern heute noch begangen werden? Kassels Oberbürgermeister blieb einziger Festredner. Wer sonst noch reden wollte, behielt sein Manuskript in der Tasche. Gegen die aufbrandende Unruhe, gegen Gelächter, ironischen Beifall, ist das herkömmliche Zeremoniell machtlos. Nach den revolutionären Ereignissen auf den internationalen kulturellen Veranstaltungen dieses Sommers, nach Cannes, Mailand, Pesaro, Venedig, schien auch Kassels Documenta bedroht. 5000 Protestler, so hieß es, seien von überall her im Anmarsch. Wer wirklich kam, waren ein paar gekränkte Künstler, die nicht ausstellen durften. Und Studenten. Ihre Hoffnung, auch die Documenta zu einem Schauplatz der europäischen Kulturrevolution zu machen, endete hier in der Stadthalle bei stundenlangen Diskussionen mit den Veranstaltern. Im Namen, der unbedingt auf die Documenta kommt. Das ist Jean Ipustegui aus Paris, der auf der letzten Documenta war. Der auf der letzten Documenta war, mit seinem Mann mit drei Beinen und so weiter, der wunderbare neue Skulpturen hat, die ich nicht geeignet halte in dem Garten eines Großindustriellen, weil er nämlich da zunächst mal überlegen muss, was er überhaupt macht. So, wer also, noch? Meine Damen und Herren, sind Sie einverstanden, dass darauf unmittelbar Herr Bode antwortet? Ja. Die Gegner argumentierten gelegentlich überlaut. Aber Aggressivität war auf diesem Forum zugelassen, sogar erwünscht. So konnte man sicher sein, dass die Ausstellung selber von der Protestwelle verschont blieb. Vor einer Woche noch hatten sich in Venedig bei gleichem Anlass wie in Kassel, nämlich zur Eröffnung der Internationalen Biennale der Kunst, solche Szenen abgespielt. Nachdem es den Studenten kurz vorher in Mailand gelungen war, die große Triennale zu okkupieren und zu schließen, hatten sie auch das Ende der Biennale in Venedig angekündigt. Der Staat nahm die Herausforderung an. Polizei auf dem Markusplatz. Plakate und Transparente vor der Kunstakademie verkünden Kampfparolen. Die Studenten haben ihre Hochschule besetzt und zu ihrem Hauptquartier gemacht. Hier in dem alten Palast am Canale Grande entwerfen sie Flugblätter und Schriften. Hier wird das Aktionsprogramm ausgearbeitet, das die ganze Stadt in Atem hält und in der Weltpresse seinen spektakulären Niederschlag findet. Kontakte zu auswärtigen Gruppen in Paris und Berlin werden hergestellt. Vorübergehend scheint sich Venedigs Kunsthochschule in das Zentrum der Kulturrevolution zu verwandeln. In einem düsteren Saal des Palazzo diskutieren Tage und Nächte hindurch die jungen, bärtigen Revoluzzer, malerische Enkel Garibaldis. Sie versuchen, ihren Protest zu artikulieren, aber die Aussagen widersprechen sich. Man greift ins marxistische Vokabular, um damit die heutige Situation und den Angriff auf die Biennale zu interpretieren. È un'occasione di lotta, però questa lotta, cioè nella biennale non si vede l'obiettivo nella quale la lotta si estrinseca, cioè un termine finale della lotta, ma è un momento tattico che porterà ad un certo punto a quello che può essere un momento rivoluzionario, perché noi crediamo nel momento rivoluzionario. Die Biennale sei eine Gelegenheit zum Kampfe. In diesem revolutionären Augenblick interessiere es nicht, ob sich auf der Biennale Kultur abspielen. Es gehe jetzt nur darum, das kapitalistische System zu bekämpfen. Die einige Studenten der Akademie und so weiter haben ein Interesse in eine politische Aktion mit der Komitee der Studenten und so weiter von dem Boykott der Biennale. Ja, aber die Studenten können doch nicht die Biennale sprengen und sagen, wir brauchen keine Kunst und selber Künstler werden. Na, das ist ein Widersinn. Wortführer und eine Art Chefideologe ist der venezianische Kunststudent Alberto. Er kennt die Polizei. Mehrfach hatte sie ihn zum Verhör geholt. Die Kunst, wie sie auf der Akademie gelehrt und auf der Biennale gezeigt wird, lehnt er ab. Sie sei nur Spiegel und Ausdruck einer bürgerlichen, einer kapitalistischen Gesellschaft. L'arte oggi, l'espressione della cultura del potere borghese, no? In tutti quegli oggetti che sono studiati a regola, diciamo così, d'arte, no? Va bene? Perché? Per abbellire, diciamo così, il sistema
prendere funzionale il sistema per rendere vendibile. Die Kunst heute ist ein Ausdruck der bürgerlichen Macht. Sie soll helfen, das kapitalistische System funktionsfähig zu halten. Man kann auch nicht mehr einfach Bilder und Skulpturen als Kunst bezeichnen. Das sind nur noch Objekte der Selbstbefriedigung oder aber Reste einer vergangenen toten Kultur, die nichts mehr mit der Realität unserer Tage zu tun haben. Im großen Zeichensaal haben sich Alberto und seine Freunde eingerichtet. Das Milieu von Verschwörern, die sich ihre Requisiten selber an die Wände gemalt haben, um den großen Aufstand zu proben. Doch bis zur Biennale konnten sie nicht vordringen. Der Handstreich, der ihnen in Mailand gelungen war, ließ sich nicht wiederholen. Venedig hatte sich auf den Angriff gerüstet und eine Heeresmacht mobilisiert. Aber was zunächst wie ein Misserfolg der Studenten aussah, machte sie dann doch zufrieden. Die massenhaft aufgebotene Polizei und das feldmarschmäßig ausgerüstete Militär konnten von niemandem übersehen werden. In Flugblättern wurden die angeblich 6000 Polizisten zu Kunstwerken erklärt und das Publikum aufgefordert, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Als harmlose Zivilisten verkleidet, sitzen Polizisten auf allen Bänken, stehen überall herum und benehmen sich zwischen den leger gekleideten Künstlern in ihren eine Nuance zu korrekten Anzügen so betont unauffällig, dass sie nicht zu übersehen sind. Eine Biennale der Polizei, das hatten die Studenten immerhin erreicht. Kunst unter Polizeischutz ist in der Tat ein höchst ungewöhnlicher und unerfreulicher Zustand. Künstler mehrerer Länder zogen die Konsequenz. Sie forderten Schutz gegen Polizeigewalt. Viele italienische Künstler entfernten ihre Bilder. Plastiken wurden mit Packpapier verhüllt. Auch die französischen Künstler reagieren heftig. Nach lebhaften Auseinandersetzungen sperren sie ihre Kojen. Jean Devan, der weltbekannte Kinetiker Nicolas Schöffer, Piotr Kowalski. Je trouve que c'est impossible et inacceptable de montrer ce que nous pensons et ce que nous faisons protégé par la police. Ich finde es unmöglich und unzumutbar, unter Polizeischutz zu zeigen, was wir denken und gemacht haben. Chiuso, geschlossen. Aber nicht so fest, dass das Publikum nicht doch bequem über die Barriere hinweg auf die Bilder schauen könnte. Die Schweden machen ebenfalls zu, sehen sich aber plötzlich unter dem Druck skandinavischer Studenten gezwungen, ihren Pavillon wieder zu öffnen. Hier enthüllt sich der Selbstwiderspruch der Aktionen rebellierender Studenten. Italienische Studenten, die haben uns gesagt, sie würden gerne Dichter lesen. Und immer über alles in der Welt. Zum Beispiel, Sie haben gehört von der Meerkopf, der The Little Mermaid. Wie bist du denn? Du bist Student. Was? Bist du denn? Die deutsche Studentin. Wir waren die deutsche Studentin. Ja, die, Sie warten. Bitte? Aber ich finde eins, warum? Das ist eine Gesellschaft hier. Ja. Gut. Ich finde es sehr gut, wenn man geistig sich manifestiert. Nur, ich finde es nicht gut, wenn man sich meist geistig da manifestiert, wo schon eine Gesellschaft ist. Man soll eine neue machen. Na ja, aber die Gründung der neuen Gesellschaft ist ein geistliches Revolution. Aber man kann ja nie auf einem Lokus sitzen, wo die anderen schon drauf gesessen haben. Warum nicht? Das machen die Künstler hier auch. Ich würde vorhin. Die Biennale in Venedig, seit mehr als 70 Jahren der weltgrößte Kunstschau, hat sich durch die Aufsässigkeit der Studenten über Nacht gewandelt. Statt über den Marktwert der Künstler, über Geschäfte, über Kunstpreise und ästhetische Probleme zu reden, ergeben sich überall im Gelände spontane Diskussionen über die Rolle der Kunst in der sich verändernden Gesellschaft. Ist Kunst ein Störungsfaktor oder ein Beruhigungsmittel? Das ist völlig
Aber was so unmöglich ist, dass von einer solchen Situation, ja, Dinge geleistet werden müssen, die eigentlich andere Leute zu leisten haben. Es gibt ja Industrielle in diesem Land, es gibt Politiker in diesem Land, es gibt Ordnungen und es gibt Künstler. Und warum müssen die Künstler mit völlig falschen Mitteln und in einer völlig falschen Diskussion diesen Auftrag übernehmen? Mein Herr, ich glaube, es ist Unsinn, die Menschen in Kategorien zu teilen. Wir sind alle Menschen, die kulturell interessiert sind. Also ich glaube nicht, dass wir diese Kategorie erkennen. Vor allem die Mittel der Gewalt und der Repression, die hier in Venedig geübt werden, und die Art und Weise, wie sie von der Gesellschaft, von dieser ganzen Gesellschaft, die hier jeden Abend ihre Cocktails schlürft, akzeptiert werden, die zeigt, wie krank diese Gesellschaft ist. Darauf kommt es ja an. Es kommt nicht darauf an, dass irgendwelche fünf langweilige und trostlose Polizisten Gewalt anwenden. Es kommt nur darauf an, dass eben all diese Leute, die hier diese Giardini bevölkern, so tun, als ob diese Gewalt gar nicht da wäre. Darauf kommt es ja nur an. Kunst von heute. Wie präsentiert sie sich in Venedig? Jedes Land schickt auf die Biennale, was es für wichtig hält, und stellt es im eigenen Pavillon aus. Hier Belgien mit einem Spiegelkabinett von Luc Père. Kunst muss nicht an der Wand hängen oder auf dem Sockel stehen. Hier hat der Künstler den ganzen Raum gestaltet. In der Fachsprache Environment oder Ambiente genannt. Das derzeit aktuellste Medium künstlerischen Gestaltens. Biennale und Documenta sind voll davon. Das Environment will den Betrachter in das künstlerische Geschehen einbeziehen. Er soll nicht distanziert davor stehen. Er soll in den Raum eintreten und die Wirkung an sich selbst erfahren. In diesem Kabinett soll jeder allein sein und sich selbst in unendlicher Spiegelung und Wiederholung begegnen. Ein gegenteiliges Erlebnis. Der Mensch in der Masse. Red Grooms hat im amerikanischen Pavillon ein Modell von Chicago aufgebaut. Grotesk verzerrt. Karikatur einer Stadt, die sich selbst zu ernst nimmt. Zu den Attraktionen der Biennale zählen die Figuren des bisher kaum bekannten Amerikaners Frank Gallo. Elemente von Pop-Art und Jugendstil verbinden sich in dieser makabren Gruppe. Mit Erstaunen registrierten die Kritiker die Hinwendung des amerikanischen Bildhauers zu einer stark psychologisierenden und realistischen Darstellung. Ohren. Häuser, Straßenzüge, eine ganze Stadt aus Ohren. Symbol für die Hellhörigkeit der Großstadt oder Ausdruck des eigenen Leidens. Der Japaner Tomio Miki ist schwerhörig. Holzgeschnitzte Säulen, die bei näherem Zusehen menschliche Profile herzeigen. Der Schwede Sivert Lindblom bietet dieses hochstilisierte Vexierspiel. Nicht auf die drei weißen Säulen kommt es an, sondern auf die Zwischenräume, die sich als figurale Silhouetten zu erkennen geben. Der unterkühlten Ästhetik des Schweden stellt die Venezolanerin Marisol eine eher folkloristisch gefärbte Skulptur entgegen. Die hölzernen Puppen sind mit Kleiderstoffen behängt, die Köpfe mit Hüten und Ketten aufgeputzt. Sie alle haben das gleiche Gesicht, ein wenig entrückt und melancholisch. Ein Selbstbildnis der scheuen Künstlerin, die auf der Biennale wohl am stärksten beachtet wurde. Noch einmal Südamerika. Lydia Clark aus Brasilien mit einem Environment. Es könnte gut und gern die Attraktion eines Jahrmarkts sein. Ein abgedunkeltes Labyrinth mit schulterbreitem Gang. Jeder Schritt bringt neue Überraschungen. Ein sanfter Sturz, Plastikbälle bremsen den Fall. Der Besucher muss sich bewegen, wie es der Künstlerin gefällt. Sie will ihn aus seinem normalen Trott herausbringen, will sein Körpergefühl von Kopf bis Fuß aktivieren.
Steigerung der Sensibilität. Wer anders als Künstler hätte sich je so etwas vorgenommen? Ob das auf diese mehr amüsante Weise zu erreichen ist, darf man bezweifeln. Lygia Clark gibt dem Besucher noch andere Spielzeuge in die Hand. Seine Fingerspitzen sollen so empfindsam werden, dass sie spüren, wie Muscheln sanft im Wasser zu Boden schweben. Wie erlebt man die Welt unter Wasser? Man setze sich eine Clarksche Maske auf. Man hört in Tiefseemuscheln das Meer rauschen, in Doppelfenstern vor den Augen schwappt das Wasser. Ein bemerkenswertes technisches Experiment aus Peru. Malerei auf Plexiglas. Ventilatoren bewegen das Bild, Projektoren werfen seinen Schatten auf die Wand. Das statische Bild gewinnt durch den bewegten Schatten gespenstische Intensität. Im spanischen Pavillon findet der Besucher, was ihm auf der Biennale sonst nicht geboten wird. Politisches Engagement und aktuelle Thematik. Krieg und Faschismus werden angeprangert. Ein Doppelporträt beschwört das Andenken an den ermordeten Negerführer Martin Luther King. Wie präsentiert sich Deutschland auf der Biennale? Der erste Eindruck? Man ist versucht, seinen dunklen Anzug aus dem Koffer zu holen. So steif, so förmlich geht es hier zu. Die Architektur erinnert an das Haus der Kunst in München. Die Haupthalle gehört dem Bildhauer Gustav Seitz. Seine großen, voluminösen Figuren sind Ausdruck einer traditionellen Haltung. Bewusste Negierung des gerade Aktuellen, nach diesem Prinzip ist die deutsche Mannschaft zusammengestellt. Gustav Seitz, im Hintergrund seine Porträtbüste Bert Brecht. Richard Oelze gehört zu den Altmeistern des Surrealismus. In seinen Bildern verwischen die Grenzen von Traum und Realität. Aus seinen grauen Landschaften tauchen Gesichter auf, die sich in Nebel und Wolken auflösen. Horst Janssen, ein glänzender Zeichner, stellt sich auf der Biennale zum ersten Mal der internationalen Kritik. Mit dem deutschen Botschafter in Rom und dem deutschen Biennale-Kommissar besichtigt er die Ausstellung. Gespenster sitzen am Tisch. Mit subtilem Strich werden nächtliche Schemen fixiert. Selbstbildnis, Horst Janssen. Während sich in Venedig nach stürmischem Beginn der Ausstellungsbetrieb normalisierte, hatte man in Kassel gegen atmosphärische Störungen zu kämpfen. 80 Meter hoch sollte sich diese Plastik des Wahlamerikaners Christo zum Wahrzeichen der Documenta aufrichten. Wind und Wetter vereitelten das Mammutunternehmen. Der Ballon platzte, das Gas entwich. Zu nächtlicher Stunde versuchte es Christo noch einmal. Der Pfahl kam wieder nicht in die Höhe. Nur Böswillige sehen auch in dem geplatzten Ding noch immer ein Symbol der vierten Documenta. Tatsächlich geht die Documenta in ihrer künstlerischen Bedeutung
weit über die Biennale hinaus. Hier werden ausschließlich aktuelle Tendenzen sichtbar gemacht. Kunst der letzten 4 Jahre. Die jüngste, die munterste Documenta, die es je gab. Markantes Beispiel, die deutsche Kunst zeigt sich hier gänzlich anders als auf der Biennale. Jugendlich und experimentell. Ein kompliziertes Verkehrssystem von Peter Brüning. Straßen über Straßen. Das Material, Spanplatten, Stahl- und Eisenbleche, Polyester. Die vom Menschen adaptierte Landschaft. Schienenwege, aufblitzende Signale. Kinetische Objekte, von Motoren getrieben. Ihr Autor, Gerhard von Grävenitz. Auf schwarzer Scheibe weiße Streifen, die sich in programmiertem Rhythmus bewegen. Das Bewegungsspiel wird an verschiedenen Formgebilden vorgeführt und abgewandelt. Nach den Streifen die Würfel, die langsam, schwerfällig auf weißem Grund vor- und zurückstoßen. Kinetische Kunst macht sich die Erfahrung zunutze, dass Bewegung das Auge fesselt, dass der Betrachter jede Veränderung, jede neue Konstellation registriert. Kinetische Objekte wollen nicht gedeutet werden. Es genügt der visuelle Effekt, die optische Faszination. Utz Kampmann arbeitet mit programmiertem Licht. Seine geometrisch konstruierten Radiatoren bestehen aus Acrylglas. Ihre maximale Wirkung erreichen sie erst, wenn sie im Freien stehen. Neueste Bilder von Horst Anthes. Er vertritt die figurative Malerei, die bei den deutschen Documenta-Künstlern selten vorkommt. Man kennt die immer wiederkehrende Anthes-Figur. Ein Gnom mit schwammigen Gliedern, übergroßem Kopf und Doppelauge. Neuerdings gibt Anthes ihr Landschaften als Hintergrund. Kommen auf der Documenta alle wesentlichen Strömungen gleichberechtigt zu Wort? Es fehlt der neue Realismus aus Deutschland, ebenso die fantastische Kunst. Aber auch andere Richtungen fühlen sich ausgeschlossen. Ich werde eben angerufen, dass Plakate geklebt werden in der Stadt. Anti-Documenta-Hearing. Und ich muss verhindern, dass mein Theater mit einer Strömung gegen die Documenta identifiziert wird. Machen Sie doch ein Pro-Documenta-Hearing. Machen Sie doch ein Pro-Documenta-Hearing. Argument bitte, warum? Es geht darum, dass in Kassel 3 Bewegungen, das wissen Sie genauso gut wie ich, Fluxus, Happening und Environment, nicht vertreten sind. Nicht wahr? Und das betrifft das Theater wie die ganze Welt. Und wir wollen mal herausfinden, wie das dazu gekommen ist. Der Streit dreht sich alsbald um den Documenta-Rat, der die Werke auszuwählen hatte. Auf ihn konzentrieren sich die Angriffe. Es antwortet Professor Freiherr von Butler. Das ist die Meinung Herrn Vostels. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass es nichts Unetablierteres und nichts ad hoc aus persönlichen Situationen, aus menschlichen Situationen herauswachsendes gibt als den Documenta-Rat. Wenn Sie daran denken, dass 1955 der Mut gefasst worden ist, hier mit in dieser Stadt etwas derartiges wie die Documenta auf die Beine zu stellen. Das ist eine ganz eine ausgesprochene Tat damals gegen alle Funktionalitäten, gegen alles Etablierte gewesen. Und für jedes Mal 59, 64, diesmal ist zwar ein sehr großes Verständnis da gewesen für unsere Dinge, aber es musste jedes Mal alles aus dem Nichts wieder neu herausgezogen werden. Es kann in diesem Zusammenhang von einer Etabliertheit überhaupt nicht geredet werden. Das ist die Meinung des Documenta-Rates. Wann ist Kunst etabliert? Muss man die Pop-Art schon zur etablierten Kunst rechnen? Sie ist auf der 4. Documenta reichlich und mit der 1. Garnitur vertreten. Andy Warhol mit seiner berühmten Marilyn Monroe-Serie. Seiden-Siebdrucke in verschiedenen Farben, 1967 entstanden. George Siegel, der führende Bildhauer der amerikanischen Pop-Art, arbeitet nur mit weißen Gipsabgüssen. Hier hat er eine biblische Szene aufgebaut, die Legende von Lot, krass realistisch und durch das fahle Weiß der Gestalten in die Unwirklichkeit entrückt. Siegel hatte bisher alltägliche Situationen, Menschen im Café oder an der Tankstelle in Gips festgehalten. Lots Frau zur Salzsäule erstarrt.
Diese Objekte stammen von Robert Rauschenberg, dem zurzeit wohl prominentesten amerikanischen Künstler. Wall Street heißt dieses Kombinationsbild, in dem Malerei mit realen Gegenständen, mit Holzplanke und Feuerwehrschlauch vereint sind. Doch Rauschenberg hat inzwischen die Malerei aufgegeben. Dieses Kabinett mit farbigen, sich automatisch öffnenden Türen hat er eigens für die Documenta konstruiert. Wenn der Besucher hindurchschreitet, werden ihm Bildfragmente geboten, die zusammen eine Totale des modernen Lebens ausmachen. Robert Rauschenberg. Die Welt der Comicstrips. Einzelne Motive isoliert und vergrößert. Typische Bilder von Roy Lichtenstein. Pop Art aus England. Richard Hamilton mit einer Persiflage auf Bing Crosbys Schlager I'm Dreaming of a White Christmas. Und Alan Jones. Immer sind es hochhackige, straffe, kaum bekleidete Mädchen, die Alan Jones malt. Er beruft sich gern auf Freud und die Psychoanalyse, um seine erotischen Extravaganzen zu motivieren. Während die Pop-Art schon auf der letzten Documenta massiert in Erscheinung trat und vor 4 Jahren ihren Durchbruch erreichte, kann man nun auf der Documenta auch die neuesten szenischen Arrangements kennenlernen. Ein Ambiente von Edward Kienholz, es heißt Roxy's, ist die Sensation von Kassel und hat den meisten Zulauf. Ein amerikanisches Wohnzimmer mit allem Zubehör. Die Polstermöbel ein bisschen schäbig, die Spiegelkommode auch nicht mehr ganz neu. Dieses scheinbar ganz normale Milieu wird zum Gruselkabinett. Das Zimmer wird von Gespenstern bewohnt. Wer diese Klause des Grauens betritt, fühlt Beklemmung und Widerwillen, kann sich aber nicht dagegen wehren, diesen entsetzlichen Eindruck in seine eigenen 4 Wände zu transponieren. Spielerische Ensemble mit beweglichen Figuren und modellartig ausgearbeiteten Requisiten bietet der Schwede Öyvind Fahlström. Die Darstellung ist naiv und drastisch. Man glaubt, eine harmlos kindliche Bilderwelt vor Augen zu haben, bis auch hier hinter der gefälligen Fassade Chiffren des Unheils ablesbar werden. Okay, bei dem, das finde ich, also Sie haben nämlich, Moment, Sie haben ein paar Gegenstände, die sind drin, und zwar, und da dachte ich sofort, das wäre genau. Der Spiegel, bevorzugtes Instrument aktueller Kunst. In Kassel wird der doppelte Spiegeleffekt zum Spiel mit den Perspektiven, das den Betrachter eine Zeit lang zu amüsieren vermag. Licht und Bewegung sind keine neuen Elemente künstlerischen Schaffens. Man braucht nur an die deutsche Zero-Gruppe zu erinnern. Aber während sie früher vorwiegend für einzelne Objekte eingesetzt wurden, dienen sie neuerdings immer mehr zur Gestaltung ganzer Räume. Die Documenta hat eine Reihe kinetischer Environments eingerichtet. Durch den großen technischen Apparat, den ihre Herstellung voraussetzt, tritt die Kunst hier in engen Kontakt mit der Wissenschaft. Der kinetisch gestaltete Raum ist das Resultat exakter Untersuchungen und technischer Präzisionsarbeit. Und er ist zugleich ein Zeugnis für den Homo Ludens, der Wissenschaft und Technik für eine zeitgemäße Ästhetik verwendet.
Der Bildhauer César, bekannt für seine Schrottskulpturen, hat neuerdings im menschlichen Daumen ein geeignetes Motiv für seinen Nouveau-Realisme gefunden. Sie sind in Stahl, Plastik, Gips und Bronze hergestellt und werden von dem schnauzbärtigen Künstler auf Hochglanz poliert. Zerschlagene Geigen sind das Lieblingssujet von Fernand Desarmand. Hier hat er das Instrument einem Frauentorso aus Plexiglas einverleibt. Eines der geschmeidigsten und elegantesten Objekte, die auf der Documenta zu finden sind. Auch in Amerika gibt es jetzt diesen Zug zu Leichtigkeit und Eleganz. Ernest Trover zeigt seinen Automenschen aus polierter Bronze. Ein Mann verwächst mit seinem Wagen. Auf der Suche nach den neuen und wesentlichen Erscheinungsformen der Kunst waren es zunächst die beweglichen, die optisch reizvollen, die skurrilen, die erregenden und schockierenden Objekte, die sich in den Vordergrund drängten. Aber eine quantitativ dominierende Richtung wurde dabei übersehen, die sogenannte Minimum Art oder die Primary Structures. Sie erstrebt Rückführung der Kunst auf die denkbar einfachsten Formen und Strukturen. Dan Flavin, einer ihrer konsequentesten Vertreter, befestigt Leuchtröhren an der Wand. Äußerste Beschränkung in der Kunst. Simplizität bei Joe Baer und William Turnbull. Die Bilder bestehen aus einfarbiger Fläche mit einer schmalen Umrandung. Ganze Räume sind mit solchen Werken der Minimum Art gefüllt. Monotonie als Stilmittel? Ein Hauptwerk dieser Richtung? Ein 17 Meter langes und 3,5 Meter hohes Gemälde des Amerikaners El Held. Er nennt es griechischer Garten. Gerade solche einseitigen Akzentsetzungen sind auf viel Unverständnis gestoßen. Herr Köppel, Sie und Ihr Freund Grützke haben sich hier in Kassel eine leere Werkstatt gemietet, um während der Documenta Ihre Bilder zu zeigen. Haben Sie damit irgendeine provokatorische Absicht gegen die Documenta? Ja, wir sind gegen die Documenta, weil sie einseitig geometrischen Schnickschnack zeigt, der eigentlich mit Kunst nur sehr wenig zu tun hat. Und die figurative Malerei, wie wir sie betreiben, die kommt doch sehr zu kurz. Und wir wollen mit unserer Ausstellung ein Argument liefern, dass es sowas auch gibt und dass das auch ernst genommen werden soll. Auch Dieter Ruckhaberler aus Berlin stellt demonstrativ seine Bilder aus. Hier geht es zur Documenta von Bode. Das ist affirmative Kunst, würde ich sagen. Und hier ist die Ausstellung mit progressiver Kunst. Und wenn ich sagen soll, was affirmative Kunst ist, dann würde ich sagen, es ist eine Kunst, die zustimmend der Gesellschaft bestätigen, systemfestigend ist, wie eben nur ein Spiegel dessen ist, was so herum passiert, ohne dass jemand angegriffen werden würde. Weder ist Vietnam behandelt, noch gesellschaftliche Probleme, noch sonst was. Und mit progressiver Kunst meinen wir, dass vielleicht man sich mit solchen Problemen beschäftigen sollte, die die Menschen angehen und nicht alles aus der Kunst herauszuziehen und sich nur noch mit ästhetischen Problemen zu beschäftigen. Qualität hier und da ist selbstverständlich notwendig, das ist eine andere Frage. Progressiv oder affirmativ? Ist die Kunst Störungsfaktor oder Beruhigungsmittel? Das große Documenta-Fest in den Räumen der neuen Kasseler Kunsthochschule versöhnte vorübergehend die Gegensätze. Aber die Frage, die von den venezianischen Kunststudenten aufgegriffen wurde, die in den Diskussionen um Biennale und Documenta immer wieder zur Sprache kam, wartet weiter auf eine Antwort. Lassen sich künstlerische und faktische Aktualität in Einklang bringen? Und welche Rolle muss der Kunst in der Gesellschaft zukommen? Mitten in dem Festgewühl entdeckte man auch die Studenten wieder, die aus Berlin und Hamburg angereist waren, um die Documenta scheitern zu lassen
und die Kulturrevolution nach Kassel zu tragen. Ja, hier haben wir Freude, große Freude. Ah, das ist doch die Dokumenta, die oder nicht? Die älteren Leute vernichten die Dokumente von früher. Und Dokumenta nichts zu tun. Wir sind irgendwie Leute zusammen, die gerne mal tanzen und gerne mal ein bisschen Musik hören und ein bisschen spielen und so. Das ist doch viel besser als so eine scheiß Dokumenta. Das sind doch keine Argumente mehr. Außer dem Objekt von Mariotti und Geldbach. Aua! Es lebe! Viva la Revolution! Viva la Revolution! Viva Pancho! Viva Castro! Professor Batson Brock gründete für die Documenta 68 die Besucherschule, eine Schule des Sehens und des Umgangs mit Kunst, und war 1972 einer der Ausstellungsleiter der Documenta 5. Wie stellten sich denn Künstler selbst zu der damaligen Forderung der gesellschaftlichen Relevanz von Kunst, des starken Reagierens auf aktuelle Entwicklungen und so weiter? Also die gesellschaftliche Relevanz von Kunst stand für die Künstler ja selbst nie außer Frage. Klar. Denn wenn man wirken will mit dem, was man tut, muss man ja das gegenüber Menschen tun. Und die stellen natürlich die Gesellschaft dar. Mit anderen Worten, auch ganz formalistisch ausgerichtete Künstler wirken insofern in die Gesellschaft hinein, als sie überhaupt Aufmerksamkeit für ihre Arbeiten durchsetzen können. Es gab natürlich auch Künstler, die in einem unmittelbaren Sinne, so wie die Studenten selbst, politisch und ökonomisch etc. debattieren wollten. Die taten das dann aber sicherlich besser und richtiger, indem sie an den Veranstaltungen teilnahmen, die die Studenten entwickelt hatten und dort auch mit einigem Erfolg gegenüber dem Publikum durchsetzen konnten. Das war also die eine Seite. Die andere Seite, die damals ich vertrat, war die, dass man sagte, man kann zwischen den Künstlerpositionen und den gesellschaftlich-politischen Positionen vermitteln. Sie haben nämlich eines gemeinsam, sie beziehen sich auf die gleichen Formen des Arbeitens. Gegenüber der Kunst muss man, um Zugang zu haben, genauso arbeiten, wie es jedermann sonst im Alltag abverlangt wird, wenn er sein Leben verdienen will oder wenn er sich mit irgendwelchen Verkehrsproblemen ähnlichem beschäftigt. Und in diesem gemeinsamen sich ausrichten auf Arbeit, Kunst zu sehen ist Arbeit, Kunst zu verstehen ist Arbeit, Kunst zu machen ist Arbeit, wie auch gesellschaftlich etwas zu bewegen ist Arbeit, aufzuklären ist Arbeit. Auf dieser Ebene gab es eine gewisse Gemeinsamkeit und die versuchte ich in die Besucherschulen umzusetzen. Das war ein Raum innerhalb der Documenta, in der sich das Publikum freiwillig versammelte, auch nicht zu zahlen hatte, sondern hinterher gab, was es eben geben wollte. Das war für mich sehr vorteilhaft. Und wo man sich wirklich stundenlang intensivst arbeitend, nachdenkend mit den Zugängen zur Kunst, mit den Problemen der Künstler, wie auch auf der anderen Seite denen der politisch aufklären wollenden beschäftigte. Da gab es dann auch Formen der Auseinandersetzung, die fruchtbar waren, wo nämlich Menschen wie diese hier gezeigten Studenten, die einen ganz hohen Anspruch an die Kunst hatten, tatsächlich von ihrem hohen Anspruch her die Künstler beschämten. Denn die Künstler trauten sich viel weniger zu, als die Studenten von der Kunst und Künstler eigentlich erwarteten. Ja. Die hatten eine unglaubliche Erwartung, was Kunst alles leisten könnte. Es ist ja häufig so gewesen in unserem Jahrhundert, dass man den Glauben an die Kunst nicht von den Künstlern her noch begründet, sondern von den Zensoren, von den Leuten, die Eingriffe durchsetzen, die das Geld verwalten etc. So war es ja auch und das war fruchtbar insofern, als die Künstler plötzlich merkten, mit welchen unglaublichen Ansprüchen sie begleitet wurden und andererseits natürlich dann feststellten, ja, also den Ansprüchen sind wir nicht gewachsen. Wir bleiben bei unserer Arbeit im Atelier, wir bleiben bei unseren inneren logischen Problemen des Kunstmachens und können da diese Erwartung eigentlich gar nicht erfüllen. Diese Documenta war, jetzt wenn wir von diesen Eingriffen oder auch der Selbstdarstellung von Studenten absehen, geprägt durch so Begriffe wie Pop Art, Minimal Art, Environment, Op Art.
War diese Documenta sozusagen auch der endgültige Sieg der amerikanischen zeitgenössischen Kunst in Europa oder auf der europäischen Kunstszene? Also von einem Sieg kann man da eigentlich nicht sprechen. Durchgesetzt hatte sie sich in den Jahren vorher, und dass sie so auf der Documenta präsentiert wurde, war eigentlich schon die Auswirkung der Tatsache, dass sie längst als dominierende Kunstform in den 60er Jahren betrachtet wurde. Man hat natürlich damals angefangen mit dem Argument, dass diese Amerikaner so weitgehend dort präsent war, sei ein Ausdruck des amerikanischen Kulturimperialismus und der Macht des Kunstmarkts. Ich habe mich mit diesen Argumenten ständig beschäftigt, aber nicht in einem einzigen Fall nachweisen können, was ich gerne getan hätte, dass es diesen Einfluss gegeben hat. Der Documenta-Rat, an dessen Sitzungen ich häufig teilnahm, auch sah, wie da entschieden wurde, hat sich tatsächlich ausschließlich von Persönlichkeiten bestimmen lassen, die mit einer Ausnahme am Kunstmarkt überhaupt nicht tätig waren. Und dieser eine Händler, der im Rat drinnen saß, hat sich also in außerordentlicher Zurückhaltung geäußert. Es kam tatsächlich zu Entscheidungen aufgrund der persönlichen Vorlieben oder Einsichten der sehr unterschiedlichen Leute, die in diesem Rat saßen. Natürlich gab es da Auseinandersetzungen wie, wenn du mir diesen Künstler wegnimmst, wegstimmst, dann stimme ich auch gegen deinen. Und wenn du mir den zugestehst, dann stimme ich auch für den, den du vorschlägst. Aber das ist ja normal. So war es wohl auch immer. Ja. Ich glaube nicht, dass es nur diese Documenta dann besonders... Es war einfach so, dass die Amerikaner tatsächlich am überzeugendsten waren. In dem Sinne, sie waren offenbar den zeitlichen Erscheinungsformen von gesellschaftlichem, politischem Leben, von künstlerischen Haltungen am nächsten. Sie waren sozusagen deckungsgleich mit ihrer eigenen Zeit. Und das machte sie überzeugend. Das hat dann sehr schnell aufgehört. In den 70er Jahren gab es ganz andere Vorstellungen. Und diese Vorherrschaft der amerikanischen Kunst in Europa ist ja dann in den 80er Jahren vollkommen gebrochen worden. Dann übernahmen die Deutschen selbst das Regiment. Herr Brock, Sie haben nun seit 68, also 68 haben Sie die Besucherschule begründet und die über die Dokumenten weitergeführt. 72 waren Sie selbst einer der Ausstellungsmacher. Wie ist Ihr Gefühl in dieser Begleitung dieser großen Kunstschau? Es gab zwei wichtige Tendenzen, die von 68, 72 her in Erscheinung traten. Das eine war, diese Dokumenten waren die ersten künstlerischen Ereignisse, zu denen Massenpublikum strömte, die also touristisch interessant waren. Natürlich waren die Dokumenten davor auch schon touristisch. Man musste ja nach Kassel fahren, sonst konnte man es nicht sehen. Aber sozusagen Kulturtourismus als Form des höheren Amüsement, das etablierte sich in dieser Zeit. Und das hat natürlich ungeheuerliche Konsequenzen gehabt. Wir kamen mit unserem Ethos des Arbeitens an der Kunst dagegen gar nicht an. Heute ist das ja nur noch Vergnügungs- und Amüsement-Jahrmarkt. Veranstaltungen, die konsequent bei Heller in Hamburg gelandet sind. Das zweite war, dass man sah, Kunstausstellungen können eigentlich nicht mehr ein mehr oder weniger noch so qualitativ ausgesuchtes Sammelsurium von jedem sein, von jedem etwas, damit man den Tendenzen gerecht wird. Also aus jeder Gruppierung etwas, wenn auch schon das Beste. Das ist keine Kunstausstellung mehr, sondern es galt, Konzepte zu entwickeln, Themen zu entwickeln und unter diesen Themen dann auch die Auswahl zu treffen.